vielen Dank für euer Interesse. Wir haben heute das Thema Moral im Zusammenhang mit unserer Reihe Wertewandel in der Gesellschaft. Ich erzähle heute von diesem Buch hier. Das ist von Franz M. Wuketitz. Das ist ein österreichischer Biologe. Wie viel Moral verträgt der Mensch? Und er hat das als Provokation angeschaut. Er hat das Buch schon 2010 geschrieben, es ist also nicht mehr ganz neu. Und als ich das gelesen habe, habe ich die Provokation eigentlich gar nicht können finden in diesem Buch. Für mich liest das Buch auf sehr interessante und unterhaltsame Art und Weise lauter Selbstverständlichkeiten auf. Ich empfehle euch, wenn ihr Lust und Zeit habt, leset es mal selber. Was ich euch heute geben kann, ist nur ganz einen kleinen Ausschnitt daraus, wo ich natürlich auch zum Teil vielleicht auch einseitig ausgewählt habe daraus. Könnte es echt sein, dass das, was für mich selbstverständlich ist, für andere eine Provokation ist? Ist dann meine zweite Frage gewesen. Oder haben sich die Wertvorstellungen in der Zwischenzeit, der ist etwa 20 Jahre jünger als ich, älter als ich, haben sich die Wertvorstellungen in der Zwischenzeit schon so geändert, dass das, was vielleicht früher mal provokant war, dass das heute gar keine Provokation mehr ist. Meiner Meinung nach kann man von diesem Buch nur provoziert sein, wenn man einer völlig falschen Moralvorstellung anhängen tut. Und da kommt jetzt die grosse Frage. Leidet unsere Gesellschaft unter einem Werteverfall? Geht unsere Moral verloren? Und da gebe ich jetzt vielleicht gerade mal die Frage in die Runde. Was meint ihr? Leidet wir unter einem Werteverfall, ja? Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, ja. Wir sind freundlicher, zuvorkommender und wir sind, gerade auch in der Politik, ist die Wertvorstellung für das Ganze grösser als das Interesse des Einzelnen. Okay. Gegenmeinungen oder andere Meinungen? Nein, meine Frage ist einfach, was für eine Moral Mensch hat sich? Meinst du die althergebrachte, tradierte Moral, die verkrustete Moral, die im Prinzip sich selber überholt hat, weil sich die Gesellschaft in sich gewandelt hat? Und meinst du eine persönliche Moral, die jeder für sich selber muss herausfinden und definieren? Also, welche Moral ist das mit? Und so, wenn ich zutiefst amoralischer Mensch, die gesellschaftlichen tradierten Vorschriften so gar nicht als mehr sinnvoll heutzutage sind. Ich glaube, das ist genau die wesentliche Frage, die du da stellst, ja? Wobei, wenn ich mit dem Wort Ethik verknüpfe, das heisst eher eine Grundidee, was jetzt für jeden Einzelnen sollte als korrekt oder normal mit Anführungszeichen sein, oder? Also du meinst, es muss eine Ethik geben? Ein gutes Grundverständnis, aber dann soll jeder im Prinzip machen, was er will. Okay. Ja, andere Meinungen oder Gegenmeinungen zu dem? Also ich bin sehr überrascht gesehen von deiner Einleitung. Dass du eigentlich da irgendetwas Provokatives erwartet hast in diesem Buch und dann gefunden hast, das ist für dich selbstverständlich. Also in dem Sinn würde ich sagen, lebst du eigentlich die moralischen Grundsätze, die er auch beschreibt, also obwohl er vielleicht 20 Jahre älter ist. Also in dem Fall hat sich das gar nicht groß verändert. Ja, also die Aussage habe ich eigentlich, weil da im Titel steht eine Provokation. Ah, okay. Ja, genau, da steht da im Titel. Und ja, also ich glaube, das ist eben nicht das. Und die haben jetzt natürlich die richtigen Fragen gestellt und ich glaube, bei euch bin ich am richtigen Ort mit dem Buch. Tatsächlich ist es nämlich so, dass es auch könnte sein, dass unsere Moralansprüche vielleicht übertrieben sind, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Moralverlust. Und was man auch nicht vergessen darf, ist praktisch alle Zeitalter haben einen Werteverlust bemängelt. Also schon der Sokrates hat sich über die heutige Jugend aufgeregt. Das ist also überhaupt nicht neu. Es ist natürlich auch so, dass jeder Mensch quasi seine Zeit anders und speziell wahrnimmt. Auch wenn sie es nachher vielleicht über das grosse Ganze gesehen gar nicht war.
die Evolutionstheorie gibt es Bedenken, dass wir eigentlich alles Egoisten sind, die in erster Linie an ihr eigenes Überleben denken und an die Weitergabe von ihren Genen. Also das ist eigentlich die Aufgabe, die uns die Evolution übertragen hat, wo wir darauf programmiert sind. Dabei stehen wir im Wettbewerb um Ressourcen, und zwar untereinander. Also die Ressourcen, die ich nutze, die könnt ihr nicht nutzen und umgekehrt. Und von Natur aus ist der Mensch darum eigentlich weder gut noch böse, sondern er befolgt seinen biologischen Imperativ. Trotzdem ist er ein soziales Lebewesen und auf Kooperation angewiesen. Und seine geistigen Fähigkeiten lassen ihn außerdem über sein Handeln reflektieren. Und so hat er halt Moral quasi erfunden und gut und böse, die Kategorisierung, die es in der Natur so ja nicht gibt. Also, wenn ein Wolf ein Schaf frisst, ist das weder gut noch böse. Sondern das ist einfach am Wolf seine Aufgabe, das Schaf zu fressen. Und am Schaf seine Aufgabe ist es, sich möglichst nicht fressen zu lassen. Genau. Aber die geistigen Fähigkeiten des Menschen, die lassen uns nachher das unterscheiden. Die menschliche Kooperationsfähigkeit ist allerdings auf Kleingruppen ausgelegt. Und in unserer global orientierten Gesellschaft führt das zu Spannungen. Heute noch kann man solche Kleingruppen sehen. Könnt ihr mir ein Beispiel sagen? Für so Kleingruppen, die sich bilden. Sekten und Freikirchen. Genau. Wir heute Abend sind sicher auch eine, oder? Und zwar eine Kleingruppe in einem Rahmen, wo man eben wirklich sich noch kennt, oder? Und persönlich auch miteinander umgeht. Genau, also ich habe da als Beispiel Familie, einen Verein, einen Fußballclub, eine Kirche. Und dort zeigt sich sowohl der innere Zusammenhalt, wie auch die Aggression gegen aussen häufig. Also, gerade im Fußballclub oder bei den Kirchen kann das sehr weit gehen. Die Moral ist dann die Summe von allen Regeln, die Aufrechterhaltung bzw. der Stabilisierung von einer Gesellschaft dienen. Und damit ist die Moral rein funktional definiert. Ganz ohne Moral kann keine Gesellschaft existieren. Auf der anderen Seite existiert auch keine Moral, die für alle Gesellschaften verbindlich wäre. Und statt von einem Verfall von Wert, sollte man darum von einem Verlust von Wert reden, wo an ihre Stelle, an Stelle von alten Wert, vielleicht ganz andere neue kommen. Das ist das, was du gesagt hast vorhin. Nicht alle Werte sind es wert, erhalten zu werden. Man denke zum Beispiel an, kann mir jemand einen Wert sagen, den man nicht unbedingt erhalten muss? Frauensteinigen, ja. Sexualität, hat man früher noch ganz andere Vorstellungen. Genau, enthaltsame Sexualität, genau, das ist ein gutes Beispiel, das auch im Buch immer wieder vorkommt. Genau. Ich habe jetzt hier Vaterlandstreue, die mit dem Zwang verbunden ist, das Land mit, dem Land mit den Waffen zu dienen und unter Umständen sich sogar verschiessen zu lassen. Ja, oder zu verschiessen. Denn Moral kommt nicht vom Himmel. Sie ist vielmehr in der menschlichen Evolution entstanden und ist ein Überlebensvorteil für die Gruppe. Zusammenarbeit lohnt sich in der Gesamtbilanz. Und bei allen geselligen, aber bei allen geselligen Arten, nicht nur beim Menschen, kommt es vor, dass sich ein Individuum Vorteil auf Kosten von einer Gruppe verschafft. Entsprechend versucht die Gruppe, sich vor Schwindlern zu schützen. Darum entwickeln die Gruppen Normen und fordern die Haltung ein. Anderen zu helfen, ist wichtig für die Stabilität von einer Gruppe. Darum wird Hilfsbereitschaft moralisch als richtig eingestuft. Das Grundprinzip von der Moral ist der wechselseitige oder reziproke Altruismus. Das heisst, die Unterstützung und die Erwartung, dass einem selber bei Bedarf auch geholfen wird. Wir geben gern, aber wir nehmen auch gern. Darauf basiert auch unser Gerechtigkeitsgefühl. Wir geben, erwarten aber eine Gegenleistung. Aber das sind jetzt eigentlich mehr soziale Grundwerte oder die Zusammenarbeit in einer sozialen Gruppe. Wenn ich jetzt dieser Gruppe nicht angehöre oder im Prinzip andere Ansichten habe, dann bin ich das schwarze Schaf. Oder? Und genau. Moral ist meistens auf die sexuelle Ebene behaftet. Wenn ich jetzt sexuell
Anführungszeichen unmoralisch bin, dann bin ich auch in der schwarzen Schaf. Aber was ist denn moralisch? Einer, der sich nimmt, was er meint, was es ihm gehört. Also quasi der Affenchef oder so etwas, oder? Jawohl. Ist ja das moralisch auch also etwas anderes, oder? Also das ist jetzt der Zusammenhang, was ist gut für die Gruppe? Ja, das ist was moralisch ist, was ist moralisch. Genau, genau. Was eigentlich? Und das sind natürlich sehr gute Fragen, die im Buch auch behandelt werden. Ich nehme das jetzt gerade vor. Kommt halt dann vielleicht nachher nochmal. Aber das eine ist, sehr häufig ist es so, dass man eben eine Gruppe schließt. Und wer nicht zu der Gruppe gehört, der genießt weder die Vorteile von der Gruppe, noch wird, also es wird ihm nicht geholfen. Man erwartet vielleicht auch nichts oder weniger von ihm. Auf der anderen Seite aber können so Gruppen dann auch sehr aggressiv gegen andere Gruppen reagieren. Zum einen und zum anderen. Wer innerhalb von der Gruppe gegen die moralischen Vorschriften verstoßt, das wird dann zum Teil rigoros, wird das dann gehandhabt. Also eben, wir haben es vorher von der Steinigung von Frauen gehabt, also die Steinigung von der Frauen ist ja kein ethischer Wert. Aber man hat einen ethischen Wert definiert, einen moralischen Wert definiert, wo die Frauen dagegen verstoßen haben und darum werden sie von der Gruppe nachher gesteinigt. Wir haben es ja vorhin auch kurz angesprochen, was in dem Sinn moralisch ist in einer Gruppe oder was die Grundwerte sind von einer Gruppe, dass quasi die Mittelschicht eifersüchtig ist auf die untere Schicht, weil sie die als Schmarotze anschauen. Die untere Schicht ist die eifersüchtig auf die oberste Schicht, weil die Schmarotze sind eigentlich, weil die Vorteile ziehen. Ich glaube, der Aspekt, den du da bringst, dass man eben eine Unterschicht, eine Mittelschicht, eine Oberschicht dann quasi sich herausbildet, der ergibt sich in Kleingruppen nicht, wie sich der Mensch halt irgendwie die Steinzeit gekannt hat, sondern der ergibt sich erst dann in unserer grossen anonymen Gesellschaft, wo sich eben dann von selber wieder Gruppen bildet, unsere kleinere Gruppe. Und dann fühlen sich die Leute, man fühlt sich im Prinzip immer quasi einer kleineren Gruppe angehörig. Auf das komme ich nachher später nochmal zurück, genau. Und dann gibt es natürlich die Rivalitäten zwischen den Gruppen. Darum, ich komme wieder zurück zu dem, wo ich war, ist Moral eben kein Selbstzweck, sondern er verhilft einer Gesellschaft durch gegenseitige Kooperation und der Einhaltung von allgemein akzeptierten Regeln zu Vorteil. Aber, und das ist jetzt eben genau der wichtige Punkt, Moral muss zum Mensch passen. Der Mensch ist zum Beispiel von Natur aus Nepotist, das heisst, er bevorzugt die eigene Verwandtschaft, die eigenen Freunde, die eigene Gruppe. Clan. Das heisst, eine moralische Forderung, dass man jeden Mensch genau gleich behandeln soll, die widerspricht der menschlichen Natur. Und entsprechend wird sie natürlich auch nicht befolgt. Seine Moralfähigkeit ist in Kleingruppen entstanden und wird im weltweiten Globalismus stark strapaziert. Das Mir-Gefühl kann allerdings auch künstlich von einer Kleingruppe von den Kleingruppen auf Grossgruppen erweitert werden, was zum Beispiel bei internationalen Sportveranstaltungen deutlich sichtbar wird. Teilnehmer repräsentieren jeweils ihr Herkunftsland und gewinnen Medaillen für ihr Land. Wenn sie gewinnen, rufen alle Sportbegeisterten vom Land, wir haben gewonnen, obwohl sie eigentlich am Wettbewerb gar nicht teilgenommen haben, sondern im Wohnzimmer auf dem Sofa vor dem Fernseher hocken. Oder sie haben verloren. Genau, dann haben wir verloren quasi, oder? Sie, die anderen. Also, das erste Beispiel ist jetzt auch das Thema mit der Türkei, oder? Ja gut, das ist ein ganz spezielles Thema. Das aktuellste Thema. Ja, genau. Ja, bei der Türkei jetzt zum Beispiel gerade aktuell, wenn die türkischen Minister, wenn die irgendjemand zu Europa auftreten, nicht können, aus welchen vorgeschobenen Gründen jetzt auch immer, und nachher dann plötzlich sich alle Türken wieder mit den oder viele Türken sich mit denen solidarisieren, ja. Oder eben im Shooter sieht man es auch, oder? Da heisst es irgendwie Deutschland gegen Argentinien, obwohl jeweils nur 11 Personen auf dem Spielfeld sind und tatsächlich miteinander kämpfen.
Sättige? Zum, ja, aber die müssen eingebürgert sein, dann, oder? Im Schutten müssen sie eingebürgert sein, vielleicht weiss. Aber sättige soziokulturelle Pseudofamilien können unter bestimmten politischen Voraussetzungen in Katastrophen führen. Und damit gemeint, ist nicht nur ein Krieg, sondern zum Beispiel ein Selbstmordattentat. Dort wird durch die eigentlich durch sexuelle Selektion entstandene Tendenz zu riskantem und mutigem Verhalten, wo ja sonst eigentlich geschätzt ist, die wird da ausgenutzt, und zwar zusammen mit unüberprüfbaren Versprechen auf Gegenleistungen in einer Fantasiewelt. Und das kann man natürlich auch wieder nur beim Mensch machen, weil kein anderes Tier hat eine Fantasiewelt, die auch noch drin lebt. Ob man einem Verein beitreten will, das kann eigentlich jeder selber entscheiden. Man wird das nur machen, wenn man auch eine Gegenleistung bekommt, oder? Weil der Mensch erwartet wirklich immer eine Gegenleistung. Aber so ist es nicht bei der Staatsbürgerschaft. Die wird einem aufgezwungen. Und Politiker verstehen sich sehr gut darauf, den Menschen persönliche Nachteile als Gemeinwohl zu verkaufen. Kann jemand seine Mitgliederbeiträge, also in dem Fall Steuern, nicht zahlen, dann wird ihm im Namen des Gemeinwohl wird er aus seinem Haus gejagt und seine Existenz wird zerstört. Auf die Spitze getrieben worden ist das Gemeinwohl zulasten vom Einzelnen, von jedem Einzelnen in den kommunistischen und sozialistischen Staaten. Aber das Gemeinwohl ist untrennbar verknüpft mit dem Wohl von jedem Einzelnen. Also es kann kein Gemeinwohl geben, ohne dass jeder Einzelne zu seinem Wohl kommt. Wer in einem Land lebt, auf der anderen Seite, mit einer niedrigen Kriminalitätsrate, freundlichen und fröhlichen Menschen, interessanten Landschaften, sauberem Wasser, vielfältigem kulturellem Angebot, der wird sich wohler fühlen als jemand, der ums tägliche Überleben muss kämpfen. So ist das Gemeinwohl umgekehrt auch wieder mit dem Eigennutz verknüpft. Wer in so einem Land aufwächst, der wird auch Wert auf das Gemeinwohl legen. Aber dort, wo die Wechselwirkung zwischen dem individuellen Wohl und dem Wohl der Gemeinschaft durchbrochen ist, dort ist Terrorismus und Anarchie programmiert. In Kleingruppen ist alles viel einfacher. Da sind Konflikte überschaubar. Und Wechselwirkungen sind viel direkter. Moral erfahren wir darum in kleinen Gruppen. Wir lernen auch, dass es sich auszahlt, zum Beispiel etwas für Gemeinschaft zu tun. Nicht im Staat, sondern wir lernen das in der kleinen Gruppe. Wir lernen das vielleicht in der Familie oder mit Freunden, bei der Arbeit. Hingegen der Staat ist nur ein nötiges Übel. Da kommen wir eben auch zu einem von wichtigen Punkten, der jetzt schon ein paar Mal angetönt worden ist, nämlich die Reichweite der Moral ist beschränkt. Je weiter weg das etwas für uns ist, desto weniger Mühe haben wir mit Ungerechtigkeiten. Ich nehme an, ihr wisst da ein ganz Haufen Beispiel. Sudan, genau. Syrien. Ja, genau. Also, es sind Zustände, die grauenvoll sind. Genau. Griechenland, wo wir in der Nachbarschaft nie würden tolerieren. Es gibt dann natürlich auch den Mechanismus, dass man dann vielleicht etwas spendet für Syrien. Das ist auch wieder so etwas. Also eigentlich gibt man ja dann etwas, obwohl man gar nichts dafür überkommt. Direkt. Ausser, und das ist eben auch etwas, was zählt, quasi das gute Gefühl, dass man etwas hätte machen können. Oder dass die Leute dort bleiben. Das wäre dann wieder Eigennutz, ja? Ja, das wäre wieder Eigennutz. Das ist nochmal ein Beauty. Jetzt habe ich etwas gesagt, dann ist es schon alles gewusst. Wobei, ehrlich gesagt, wahrscheinlich allen besser genützt wäre, wenn die Leute könnten bleiben. Ja, eben. Weder ist Auswandern besonders lustig. Nachher, wenn quasi ein Haufen Leute kommen und musst schauen, dann hast du auch deine Probleme. Also, das ist ja so. Aber an und für sich das Problem beseitigt es nicht. Oder? Du kannst
du kannst Ärzte ohne Grenzen spenden, was du willst, aber am Schluss der Krieg läuft weiter und der wird getrieben. Oder zu Afrika, wo wir jetzt gerade wieder Hungersnöte haben, die drei Länder. Das sind genau drei Länder, wo Krieg herrscht und Hunger ist dort das Mittel vom Krieg. Aber gut, also da gibt es schon Nachklammern. Frage einen, der dort gerettet wird, ob es etwas nützt oder nicht. Auf individueller Ebene nützt es. Auf individueller Ebene nützt es. Im Gesamten aber müssen wir eigentlich eben das Problem vom Krieg und das Problem von der Machtverhältnis angehen. Das ist so. Und das andere ist, eben die Kriegsparteien sind am Hunger interessiert. Das heisst, sie würden gar nicht zulassen, dass die Hilfe allzu effektiv könnte sein. Also es ist wirklich, es ist nicht eine Lösung, die nachher dann langfristig ist. Ja. Aber zum Beispiel, wir sind doch alle als Schweizer stolz, dass man noch Bourbaki-Armee reingenommen hat. Dass man was reingenommen hat? Bourbaki-Armee, wo zu CERN, kann man doch das Ding schauen, wo rundum das Gebirge, das Gebiet. Also ich habe als kleiner Bub einen Schulausflug nach Luzern und dann sehen wir, haben wir das Bourbaki-Ding gesehen. Und da sind wir voll stolz und leer. Und so, haben die ganze Armee aufgenommen. Und wenn man denkt, was da für eine Leistung war damals, weil der Wohlstand von damals war ein Bruchteil von heute. Mhm. Und man hat gesagt, ja, die Armen, die sind von Leib und Leben bedroht. Und man hat sie aufgenommen. Und das sind immerhin eine ganze Armee von damals einige 10.000 Soldaten. Und das ist viel mehr als das, was wir heute machen. Mhm. Also ich glaube, dass... Also ich sage es das nur. Ich denke auch, dass man das Flüchtlingsproblem in den Griff bekommt. Aber irgendwann noch totzumal ist doch viel grössere Bereitschaft da gewesen, die Leute aufzunehmen. Und ich mag mich erinnern, als ich im Web gesehen habe, haben wir Berliner und von Hamburg und von Deutschland haben wir Kinder gehabt. Ist das im Weltkrieg gewesen? Ja, natürlich. Ja. Und so nach dem Krieg, also während dem Krieg und nach dem Krieg sind die Kinder von Deutschland sind gekommen und die haben richtig gepräselt. Und ich mag mich gut erinnern, wenn bei uns alleine gekommen ist oder eine, wenn mehrere kann, hat die Mutter der Gofen Kleider vom Leben weg noch verbrennt und hat ihr eine neue gegeben. Mhm. Darf ich schnell fragen, was Bräseln heisst? Bräseln heisst, wenn man ein Haus brennt, dann stimmt es doch nicht. Bräseln, also wie ja, also ich denke, das ist eine Tradition, wo wir, auch wenn wir, also jetzt mit Ausnahme von denen, die im Zweiten Weltkrieg schon da gewesen sind, aber mindestens die jüngere Generation, wenn die, noch, die hat ja da eigentlich noch nichts dazu beigetragen. Aber trotzdem ist es etwas, denke ich, was sicher erhaltenswert ist und eine moralische Vorstellung, die meiner Meinung nach durchaus darf in unserer Zeit weiterleben. Aber jetzt hören wir vor, tun Sie die jungen Leute nicht dazu? Zu diesen Beispielen, die du vorhin gesagt hast, in der Schule, hat es einen ganzen Haufen Schwarze und es hat die Kinder, die spielen miteinander und die haben überhaupt kein Problem miteinander. Kinder haben am wenigsten Problem, oder? Ja, das ist das Interessante. Und dann fragt man sich, dort die jungen Leute heute, sind sie alle auf der Blocher? Eben nicht. Nein, sie sind im Gegenteil, sie sind eher auf der Bourbaki-Ebene. Ja. Das ist der Grund, warum sie gesagt haben, heute wäre mehr Empathie entwickelt als Das Interessante ist ja, man hört immer von den riesigen Flüchtlingsströmen und von den Massen und so. Auf der anderen Seite, wenn man sich umschaut, es ist nicht wirklich ein Problem. Wir haben ein Flüchtlingsheim bei uns, Zegi, aussen. Geht wunderbar, kein Problem. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Moral. Was ist jetzt moralisch? Weil Schlepper für 1000 Dollar. Ja. Jemand nach Europa bringen. Oder wenn er sie nur in den Schulpott setzt,
nachher NGOs, solche anti-humanitäre Hilfeleisten, durch das immer mehr noch angezogen werden. Also das ist jetzt moralisch vorbei. Es kommt noch weiter. Also der Schlepper ist ja an und für sich nur jemand, der ein Geschäft betreibt, wie jeder andere auch. Es gibt einen Markt, die Leute wollen da hin. Der Weg ist gefährlich, also kostet zu viel, oder? Es gibt nicht viele Möglichkeiten. An und für sich ist die Ursache der Schlepper nicht einmal in erster Linie die humanitäre Katastrophe in Syrien, sondern die Tatsache, dass kein Syrer kann ein Flugbillett kaufen und auf Europa fliegen, auch wenn er das Geld dreimal hat, ohne dass er ein gültiges Aufenthaltsvisum hat. Also unsere super-duper EU-Wertegesellschaft, die da auch noch ihr Fett abbekommt, ist eigentlich die Ursache von der ganzen Schlepperei. Und man könnte sich da wirklich gescheitere Wege überlegen. Es ist klar, dass wir nicht alle aufnehmen können, das ist völlig klar. Aber wenn Leute auf Europa kommen, die 14'000, 20'000 Franken gezahlt haben, bis sie überhaupt bei uns sind, jetzt stellen wir sich mal vor, die hätten sich ein Flugbillett gekauft für 1'000 Franken und mit dem Rest hätten sie sich da eine Existenz aufbauen können. Da würde ja schon unser Sozialsystem entlasten und die Leute wären dann zufriedener. Ja, ich gehe da wieder zurück. Also eigentlich ist das jetzt ein Ausflug ins Thema, dass man Moral auf die Nähe bezieht. Und ihr habt jetzt da gerade ein bisschen fast das noch wieder leid, indem dass ihr doch sehr Empathie gezeigt habt für alle möglichen Leute, die aus irgendwelchen Gründen ihre Heimat verlassen. Ich glaube, das ist aber auch da in dem Fall etwas. Ich meine, wir würden ja auch erwarten, dass uns jemand neu mit aufnimmt, wenn wir da müssten weggehen. Also ich denke, es ist da eben auch ein gewisser reziproken Altruismus. Wir haben ein Verständnis für die Leute. Wir sind eigentlich froh, dass es bei uns nicht so ist. Aber wir würden auch erwarten, dass wir uns aufnehmen, wenn wir noch jemand anders hin müssten. Und ja, ich sehe da die kritischen Blick. Es wäre wahrscheinlich genauso ein Problem. Und wir wären genauso unbeliebt an anderen Orten, wie die Flüchtlinge bei uns zum Teil sind. Vielleicht sollte man sich das jemand mal ein bisschen bewusst machen. Auf jeden Fall, im Prinzip stimmt das natürlich schon, dass die Reichweite von der Moral beschränkt ist. Zuerst schaut jeder für sich, dann für die Familie, dann für Freunde, für die Firma. Während in der Schweiz, also wenn wir da in der Schweiz sind, dann ist ein Walliser, ist ein Zürcher fremd. Aber wenn ein Schweizer und ein Deutscher zu China sind, dann sind sie sich näher. Weil sich beide als Europäer fühlen. Gemeinsamkeiten schweissen zusammen. Und nichts schweisst so fest zusammen, wie einen gemeinsamen Find. Ein altes somalisches Sprichwort bringt das auf den Punkt. Ich und Somalia gegen den Rest der Welt. Ich und mein Clan gegen Somalia. Ich und meine Familie gegen den Clan. Ich und mein Bruder gegen die Familie. Ich gegen meinen Bruder. Der Mensch als Kleingruppenwesen, der heute in der anonymen Massengesellschaft lebt, da ist niemand in der Lage, auch nur schon die über 100'000 Menschen, sich mit allen zu identifizieren, die allein da in der Stadt Winterthur leben. Und so bleibt es meistens bei kurzen Kontakt und zufälligen einmaligen Begegnungen. In diesen anonymen Massengesellschaften kümmert man sich kaum mehr um den anderen als Entschuldigung. In diesen anonymen Massengesellschaften kümmert man sich kaum mehr um andere. Weil die auf Gegenseitigkeit beruhenden Regeln der Kleingruppen sind nicht anwendbar. Nicht selten dauert es lang, bis jemand einem Menschen in Not hilft. Wenn zum Beispiel hört man immer wieder, dass jemand überfallen wird und nachher liegen gelassen wird und kaum jemand darum kümmert. Oder der Autor, Franz Wuckertitz, erzählt das Beispiel von einer Frau, die gesundheitlich schlecht dran war, von der er einen Notfall rufen konnte, weil sein Handy Batterie draussen war. Und er hat wahnsinnig Mühe gehabt, jemanden zu finden, der auch nur sein Handy gegeben hätte, um den Notfalldienst zu rufen. Ich soll etwas sagen? Ja. Wenn ich heute ankomme, ist eine Frau mit dem Velo umgekehrt. Ja. Auf dem Trottoir. Ich habe nur gestaunt, es sind etwa 4 oder 5 Personen, haben es helfen wollen. Da. Zu Winterthur. Auf der Trottoir.
Story. Das stimmt. Das ist schön, ja. Also man sieht, wir haben noch nicht alles verloren. Wir sind immer noch auf einem guten Weg. Und ich glaube, der Vorteil der Schweiz ist halt auch, dass alles noch ein bisschen kleiner ist, als wenn du jetzt wirklich in einer Stadt wie New York oder so lebst. Er sagt, er bringt als Beispiel von Rettungssanitätern, die gekommen sind, wo einer, der zusammengebrochen ist, der zuerst einmal mit dem Schuh anstupft und umkehren, bevor sie ihn überhaupt richtig anschauen. Hat aber zum Teil natürlich auch damit zu tun, dass gewisse Leute dann eben das System ausnutzen und irgendeine Verletzung vorgaukeln, um jemanden zu überfallen. Und wenn das natürlich einer mal erlebt hat, dann wird er vorsichtig. Ja. Aber aus dem Grund kommt es auch immer wieder vor, dass Menschen überall auf der Welt künstliche Kleingruppen bilden. So wie wir da. Die einzige Hoffnung wäre eine Organisation von menschlichen Sozial- und Wirtschaftssystem in kleinen Einheiten mit Selbstverwaltung und Eigenverantwortung, sagt er, wo einem Einzelnen eben die grösstmögliche Entfaltungsfreiheit lässt. Also er spricht sich gegen grosse Einheiten aus, auch immer wieder gegen die EU bei diesem Zusammenhang, kleine, autonome Einheiten, die über sich selber entscheiden können und möglichst viele Freiheiten selber haben. Darf ich noch mal etwas sagen? Ja. Apropos EU. Die Amerikaner in 57 Staaten in Amerika. Wie viel sind es denn? 50. 50, Entschuldigung. 50, 7 weniger. 50 Staaten und in Amerika ist gar nicht alles so, der Kalifornien ist nicht so gegen Alaska und so und hinterher. Und der Idaho ist, hat andere Interessen als der New Yorker und etc. Also die Vielfalt von der Interessen in Amerika. Aber komischerweise, sie haben eine gemeinsame Armee und haben einen gemeinsamen Präsidenten. Und wir Europäer meinen immer noch, müssen uns gegen Europa wenden. Grundsätzlich vergessen wir nicht, wir haben bald grössere Bruttosozialprodukte als die USA. Ja. Die EU. Ja. Das ist der Grund, warum der Trump gegen die EU ist. Das ist etwas. Du redest jetzt von mir. Wir sind aber nicht bei der EU. Also, kannst du nicht von mir reden? Nein, ja, also schlussendlich sind wir Europäer. Europäer sind nicht Europa. Ja, aber es gibt 100 Millionen Deutschsprechende. Es gibt eigentlich zwei mögliche Organisationsformen, die man da sich überlegen könnte. Oder? Das eine ist der Bundesstaat und das andere ist der Staatenbund. Und ich denke, der Franz Hucketitz würde ebenso wie ich eher auf einen lockeren Staatenbund plädieren, als eben auf einen Bundesstaat, wie es die Amerikaner haben. In der Schweiz leben wir das ja auch. Wir haben Gemeinden, dann den Kanton, wir haben am Schluss erst den Bund. Und das Ziel wäre ja eigentlich, möglichst wenig am Bund zu delegieren, nur das, was wirklich übergeordnet muss gemacht werden. Und es ist etwas, das nicht immer ganz so klappt. Es ist halt immer einfacher. Man regelt es schnell national, also man überlässt jedem seine eigene Entscheidung. Aber rein aus dem Gedanken heraus, dass der Mensch immer gerne für sich selber verantwortlich sein ist, genau das Umgekehrte ist die gescheitere Lösung. Und wir machen das nicht so schlecht, und wir sollten das eigentlich weiter so behalten. Es gibt Beispiel von Belgien. Das wallonische Südgebiet war früher reich, die Flämen waren arm, das hat sich jetzt umgedreht. In Belgien, alleine eben wegen dem, weil die einen Unterstützung brauchen, die anderen Unterstützung geben können, ist dann, sobald das auftaucht, ist das Thema da der Trennung. Ich weiß nicht, ist das in der Schweiz auch ein Thema? Ich weiß, mit Tessin ist es nochmal so. Also der Finanzen, das geht. Ich komme jetzt aus einem sehr armen Kanton, Appenzell-Innerrhoden, oder? Also wir leben praktisch nur vom Geld von der Zürcher, oder? Und irgendwie sind wir dankbar, aber auch nicht, oder? Mit dem Schweizer von der Zürcher Schnurri, oder? Schnurri. Ja, was hält denn so ein System dann zusammen? Ja, wir leben eigentlich dank dem, dass die Reichen
die reichen Kantone den Armen geben. Das ist dieser Finanzausgleich, den wir kennen. Da gibt es Geberkantone. Zürich ist natürlich der Hauptgeberkanton, aber die Zürcher haben ja, wissen ja kaum, wohin mit dem Geld. Also, warum sollen die haben, wenn es den Zürchern so nicht geht, oder? Also eben mit dem Finanzausgleich versucht man natürlich gewisse Ungerechtigkeiten natürlich zu umgehen. Oder Nachteile. Nachteile und damit eigentlich zum Frieden beitragen. Was mich vorher noch ein bisschen, glattgedrückt hat, ist eben, dass er für viele, Buketitz für viele kleine Einheiten plädiert. Natürlich bestehen innerhalb von kleinen Einheiten auch moralische Grundsätze, die für die Gruppe gelten. Auf der anderen Seite ist keine Einheit auch kleine, autark. Also man hat ja immer wieder mit grösseren Einheiten zu tun und dann müssen eigentlich auch übergeordnete moralische Grundsätze gelten. Einfach, dass man weiss, wo findet man sich eigentlich. Also, dass man auch Vertrauen kann haben, okay, mit denen kann ich auch verkehren und die haben öfter ähnliche Grundsätze, wie ich auch. Ich denke, das würde... Ja, schnell zu dem etwas fragen, würde er jetzt sagen, SVP-mäßig, Schweizer Recht über Völkerrecht. Geht das, oder? Wenn ich ihn richtig verstanden habe, würde er sagen, nehmt die richtigen Werte. Genau. Ich denke eben genau, so Wert wie Ehrlichkeit und Vertrauen und irgendwie fairer Handel zum Beispiel. So Wert ist Finanzausgleich. Das ist etwas extrem Wichtiges. Also meine grundsätzlich ist jede Umverteilung heisst immer, man nimmt es jemandem weg, um es jemand anderem zu geben. Und dem, wo man es wegnimmt, nimmt man es nicht unbedingt, der gibt es nicht unbedingt freiwilliger. Auf der anderen Seite macht er das eigentlich aus der Überzeugung, dass es ihm dann noch auch besser geht, weil es weniger Spannung gegeben wird, oder? Also das trägt zu einer Spannung. Korrekt. Also der ganze Hintergrund von der Sozialhilfe, sei es jetzt zwischen Kantonen oder auf Individuen bezogen, ist natürlich der, dass es Gesellschaft ins Ganze besser geht, wenn keine unnötigen Spannungen rum sind. Das ist schon so. Dann hat es auch noch andere Vorteile. Wir gehen auch gerne auf Appenzell wandern. So ist es. Nicht alles. Es ist nicht alles so altruistisch. Wobei, man könnte natürlich dann sagen, dann sollen jetzt die zahlen, die dort wandern und nicht, aber ich glaube, wir tun jetzt da den Rahmen, vor allem glaube ich nicht, dass es eine moralische Frage ist mit dem Sozialen. Das wäre dann wieder zu viel Kleinbäume gekriegt, oder? Zum Beispiel, weißt du, der Unterschied zwischen einem religiösen Armen und einem kapitalistischen Armen? Ein Gedanke, den ich lange Zeit immer nicht verstanden habe. Der religiöse Arme, der ist zu erbarmen, darum der barmherzige Gott. Der kapitalistische Arme, dem kann man nichts verkaufen. Tja. Es ist doch so. Der Kapitalist hat am Armen kein Interesse, weil er ihm nichts verkaufen kann. Darum sagen wir nicht mit dem Arm, sondern low budgeted people, oder? Aber der jetzt der Autor sagt ja, wenn mehr Kleinräumigkeit oder kleinere Clusters, ja. Der ist natürlich da voll auf meiner Linie, wo er sagt, dass der Globalismus und das Gross räumige Organisationen, wie sagen, die EU, eher zum Scheitern verurteilt sind, schon weil sie über falsche Voraussetzungen oder gegründet worden sind oder mit falschen Umsetzungsplänen, genau wie der Euro. Und
Wir haben natürlich aber die Kleinräumkette wieder übertrieben. Dass wir es nachher sagen, es kommt im vorletzten Jahrhundert. Dass wir überall Grenzen schaffen. Dass es zwischen jedem Kanton und jeder Gemeinde eine Grenze gibt. Ich denke genau, ja. Stadt, wie die Stadt auch Mauern hat. Also ich sehe das auch so. Ich denke gerade, die Grenzen müssen weg. Bei Trump, oder? Also meiner Meinung nach, dass... meiner Meinung nach müssen die Grenzen weg. Und... Die autonomen Gruppen sollten so klein wie möglich sein. Das heisst, es sollten möglichst viele Entscheidungen beim Individuum sein, dann vielleicht bei der Familie, dann irgendwie vielleicht im Quartier, und dann erst in der Stadt. Und ja, Stadt, Gemeinde, genau jetzt bei uns Stadt. Aber einfach so, also vielleicht auch das erste Mal vielleicht nur den Strassenzug und die Nachbarschaft, also möglichst klein, und man sollte die Entscheidungen möglichst tief aber delegieren, trotzdem keine Grenzen zwischeneinander aufbauen. Das heisst, man müsste die Werte aneinander so weit angleichen, dass man miteinander umgehen kann. Aber ich glaube, das wäre kein sehr grosses Problem. Es braucht relativ, wir können am Schluss nicht darüber diskutieren, aber meiner Meinung nach braucht es relativ wenig gemeinsame Werte, die sich alle darauf verständigen, wo wir durchsetzen müssen, sodass ein gemeinsames Miteinander möglich ist, auch über Grenzen hinweg. Ich bin jetzt wieder mal ein Advokat aus Diavoli. Ist es dann im Prinzip ein Ideal, so zu machen wie der Staat Bhutan, wo nicht mehr von einem Bruttosozialprodukt oder von einem Bruttoinlandprodukt redet, sondern von Bruttosozialglück? Das ist der Zweck. Also, das ist auch nicht unbedingt, nein. Das ist auch nicht unbedingt, weil die Schweiz ist nach wie vor ein Staat, der von der Gemeinde geprägt wird, dann von den Kantonen, dann und dann vom Bund. Und bei uns ist es immer noch so, dass Gemeindeautonomie, nicht Bundesautonomie zuerst kommt, dann Kantonsautonomie und dann Gemeindeautonomie. Wo bist du? Also, und von der kleinen Flickstrukturierung her ist der Kanton, vom Bund her gesehen die kleinen Dings und vom Kanton her sind es Gemeinden, oder? Wenn man denkt, was sind die Gemeinden, dass der Kanton Zürich hat, aber es sind weit über 100, oder? Es sind sogar 200, oder? Ist natürlich da dann fast eigentlich eher eine falsche Entwicklung, wenn Gemeinden anfangen zu fusionieren, wie verrückt, dass am Schluss im Kanton klar ist, wie viele Gemeinden gibt es noch eine? Drei Gemeinden noch gibt. Dann verlierst du natürlich gewisse Kleinräumigkeit und gewisse Eigenständigkeit immer. Aber wenn man heute schaut, eine Gemeindeverwaltung, dann weiss der Ziffer, der ist selber schon mal tätig gesehen. Eine Gemeindeverwaltung mit einem Computer kannst du drei Gemeinden mit einem Mann verwalten. Kannst du eine Rechnung haben, kannst du Steuern einzüchern etc. Da beschäftigt eine Person, eine Frau oder ein Mann. Und schon der funktioniert. Und mit dem gleichen Computer kannst du aber auch drei so kleine Gemeinden, wo es aus früher, wo man unter Zahltag mit dem Säckchen austreten. Das ist aber wieder der finanzielle Aspekt. Aber es ist spannend. Aber die heutigen Gemeindeversammlungen sind nach meiner Ansicht, die sind viel fortschrittlicher. Also der grösste Teil ist nicht mehr so klein kariert wie auch schon. Also wir können noch ganz schnell klammern, nachher bitte zum Thema zurück. Es hat gerade heute in der NZZ einen Artikel über einen Untersuch, der sagt, die Gemeindefusionen haben keine Ersparnis gebracht. Im Durchschnitt. Null. Ja gut. Aber wenn es Gemeinden kamen, wo vielleicht 100 Personen kamen, und dann haben sie sich fusioniert mit ein paar Gemeinden, wo 300-400 Personen kamen. Also du sagst einfach, finanziell ist es kein Spareffekt. Ja, ich bin ja hier zugereist, also eigentlich immer noch. Und was ich hier nicht verstehe, dass das jetzt
Bern, wenn es den Brotjob gegeben hat, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist das die kommunale Gemeinde, Jugendgemeinde, ich habe es gesagt, das ist so Altbach und Vorväter. Ist das, ja, also ich könnte euch nachher mal über das unterhalten, ich bin nämlich nicht der Meinung, aber vielleicht... So von der Ordnung her, Kleinräumig kennt schon gut, aber wenn es zu kleinräumig ist, dann ist es... Ja, vor allem, wenn die Strukturen zu kompliziert werden. Irgendjemand muss eigentlich das große Ganze nachher noch mal Kontrolle haben. Das ist eben die Frage, wie weit man das grosse Ganze dann muss quasi unter Kontrolle haben oder wie weit dass sich das dann eben ergibt aus den Handlungen von den Einzelnen. Auf jeden Fall Moral von einer Gesellschaft, das ist eigentlich genau der Punkt, die ergibt sich nur aus der Moral der einzelnen Mitglieder. Also die Gesellschaft selber hat keine Moral, sondern sie ergibt sich aus der individuellen Moral. Darum brauchen wir einen moralischen Individualismus. Moral war schon immer eine Legitimation von Macht. Moral definiert das Ewige, das Edle, Gott, Kaiser, Vaterland. Als einziges Lebewesen mit metaphysischen Vorstellungen kann man den Menschen ganz leicht beschissen. Ein Leitwolf, der kann kein Seelenheil versprechen. Er führt sein Rudel zu der Beute oder er wird abgesetzt. Aber eine Moral, die der Macht dient, auf eine Moral, die der Macht unter der Macht dient, auf die können wir vollständig verzichten. Der österreichische Philosoph und Ideologiekritiker Ernst Topitsch schreibt in seinem Buch Erkenntnis und Illusion: Die Überzeugung im Namen Gottes, der Weltordnung oder der ewigen Gerechtigkeit zu handeln und des durch die Vorstellung oder das Gesetz der Geschichte garantierten Endsiegs gewiss zu sein, stärkt das Selbstvertrauen von Individuen und Gruppen ganz außerordentlich. Die Konsequenzen in der geschichtlichen Wirklichkeit sind freilich sehr verschieden. Solange die bestehende Sozialordnung unbestritten ist, wirkt ihre vermeintliche Verankerung in der kosmischen Ordnung stabilisierend auf sie zurück. Sobald aber dennoch Spannungen aufbrechen, berufen sich die meist beide Seiten auf jene hehren Prinzipien, was die Konflikte verschärft und Kompromisse erschwert. Doch können umgekehrt auch viele, die zur kompromisslosen Durchsetzung ihres Standpunktes entschlossen sind, mit Hilfe solcher Begründungen ihre Ansprüche rechtfertigen und oft sogar alle moralischen Bedenken beiseite schieben. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich Moral macht korrupt, wenn sie Bestandteil von Machtansprüchen ist, wo man sonst, wenn es eben die Moral nicht gäbe, als moralische Katastrophe würde empfinden. Wie zum Beispiel eben, wenn man eine Frau steinigt, weil sie fremdgegangen ist. Jemanden umbringen würde man normalerweise als moralische Katastrophe anschauen und plötzlich hat man ein Moralsystem, das das rechtfertigt, als hat man ein korruptes Moralsystem. Was ist von einer Moral zu halten, wo praktisch jederzeit sich an ihr Gegenteil vertrüllen kann, wo andere Menschen ihre Lebensmöglichkeiten stillt? Oder was ist, wenn aus einem Tötungsverbot plötzlich ein Tötungsgebot gegenüber Finden und Andersdenkenden wird? Das ist übrigens auch noch so ein Spezialbeispiel aus der Bibel. Da hat man ja die 10 Gebote. Und eins von den letzten Geboten ist, du sollst nicht töten, nicht etwas Erstes. Und wenn man jetzt die Bibel so aufschlägt auf der Seite vis-à-vis, ist die Liste der todeswürdigen Verbrechen. Also wird eigentlich das Verbot sofort wieder relativiert. Und das ist jetzt genau ein Beispiel von einer pervertierten Moral, von einer korrupten Moral, wo auf der einen Seite etwas vorschreibt oder auf der anderen Seite die eigene Vorschrift gerade wieder bricht. Da möchte ich kurz was ergänzen. Ja. Sigmund Freud hat mal den und Jacques Derrida, diese beiden, die haben den Verdacht geäußert, dass die 10 Gebote eben eine egoistische Gruppe, eine Ego-Gruppe, also ein Ego als Gruppe, eben das mosaische Projekt, dass das ständig gefährdet war durch Selbstzerfleischung und Aufspaltung und dass es aus dem Grund halt Gesetze gegeben hat, die das verhinderten. Also diese Gesetze, 10 Gebote, sind ein restriktives Teil, um dieses ständig zerbrechende Unternehmen
Volk Israel zusammenzuhalten. Was aber eben nicht heißt, dass andere Völker wie die Kanaaniter dann abgeschlachtet werden. Also das gibt dann so, das würde dem entsprechen dann. Okay. Ja, die Geburt gehören nur gar innen. Genau, weil in der Jüdische gab es viele Machtmenschen, die ständig das Ganze bedroht haben, das ganze Gefüge, und das musste unterdrückt werden, deswegen die 10 Gebote. Und der nächste Schritt war dann halt sich Land erobern bei den Kanaanitern, und da fällt jedes Tötungsverbot weg. Nach meinem Wissensstand ist die archäologische Forschung so weit, dass sie sagen kann, dass eben dieser Auszug aus Ägypten gar nicht stattgefunden hat und dass mit großer Wahrscheinlichkeit die ganzen Bücher Mose geschrieben wurden im babylonischen Exil. Und dass man quasi wie beim Wilhelm Tell eine gemeinsame Geschichte erschaffen hat, die ein Sinnbild ist für die Situation, die sie hatten. Sie waren in Babylon, im fremden Land. Das war um etwa 600 vor unserer Zeitrechnung. Und man wollte wieder zurück ins gelobte Land. Und dann hat man quasi eine Geschichte erschaffen, wo das früher schon einmal passiert sein soll, mit der man dann quasi die Leute in der Ferne zusammenhalten wollte. Und wir sagen, Moses hat Wahnvorstellungen gehabt. Entweder hat die Katze oder Cannabis konsumiert. Oder der Erich von Däniken hat recht, dass die Außerirdischen die 10 Gebote übergeben. Also wenn die Außerirdischen die 10 Gebote übergeben, dann wäre es ziemlich hinterhältig gewesen. Dann hätte ich eigentlich bessere Gebote erwartet. Also wir hören heute Predigten zu den Brides. Und wissen Sie, was die Brides sind? Das sind die 10 Angebote formuliert. Korrekt. Unter anderem mit Salomon, wo das auch sehr stark vertreten. Ich habe noch ein paar andere, die das auch sehr stark vertreten. Und die 10 Angebote sind eindeutig Angebote, nicht Verbote. Genau. Und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte. Allgemein hat die 10 Angebote nicht aufgenommen. In der Neuen Zürcher Zeitung und im Tagesanzeiger habe ich noch nie, nur ein annähernd Ding, aber irgendwelche Unterstützung von Kirchen und Zügelsachen, Altbot und gerade wieder. Oder? Also die 10 Angebote, die findet man auf der Webseite von der Winterthur Friedenk. Richtig. Gut, also. Tötungsverbot sind wir gewesen, ne? Wer kann sich schon der Vorstellung, also ich meine, das ist aber eine Frage an euch, wer kann sich der Vorstellung überhaupt entziehen, dass er in der einzig richtigen Moralwelt lebt und niemand das Recht hat, ihn dabei zu stören? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das Gefühl habt, dass eure Moralvorstellungen, wo ganz anders sind, aber dass die richtig sind und so müssen sie, und dass ihr euch vielleicht auch nicht darin gestört finden. Also da ist natürlich, es gibt eine Grundmoral. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Das ist eine Grundmoral. Du sollst nicht mit Begehren deines nächsten Partner oder so. Das ist eigentlich eine gewisse Grundmoral. Wobei die sogenannte Treue, der Mensch ist eher Polygam. Aber genau da haben wir es ja wieder, oder? Monogam ist wieder die Natur. Wieder Monogam ist wieder die Natur. Genau da haben wir auch wieder das. Genau, das sind vielleicht nicht alle gleich. Aber grundsätzlich haben doch alle irgendwelche Fantasien, wenn wir die anderen sehen. Aber genau da haben wir jetzt wieder das Problem, dass über das Christentum das wieder sehr komisch definiert. Also nur für die Zusammenstellung von diesen 10 Geboten, und dann, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, das ist das so ein Blödsinn. Das Begehren selber ist kein Problem, solange es für dich behalt ist, oder? Das Problem ist, wenn das ein Begehren eine Handlung kommt und du nachher irgendwie seine Frau, ja, eigentlich kannst du ja aus freidenkerischer Sicht würde ich jetzt sagen, kannst du nicht einmal etwas dagegen haben, wenn er sich nachher die Frau nimmt, wenn die Frau das auch will. Es ist eigentlich nur dann ein Problem, wenn sich gegen den Willen von einer Person etwas passiert. Ja, wo ich frage, wer die Moral Mensch jetzt? Die gesellschaftliche Moral, die persönliche Moral? Es überschneidet sich natürlich. Also die gesellschaftliche gibt sich aus der persönlichen. Sind wir nicht eine fantastische Gesellschaft, wir Schweizer? Patchwork-Familie.
Ja, langes Zitat. Die meisten Patchwork von mir. Wie effektiv mit Russland langsam habe ich es angefangen begriffen. Und ich denke, Patchwork von mir ist die fantastische Idee, die bei den Menschen je gehabt hat. Wenn wir zwei miteinander nicht auskommen, können wir uns doch miteinander arrangieren. Und sogenannte verheiratet sein, ich bin zwar schon das nächste Jahr 60 Jahre geheiratet, alle mit den Griechen, aber wenn sie heute nicht sind, wenn sie 19 Jahre geheiratet, wenn sie heute noch heiraten. Aber die Idee, dass wir in der Schweiz die sogenannte Patchwork-Familie akzeptieren und anfangen darüber diskutieren, ist doch, ich finde das einfach so eine fantastische Angelegenheit. Ich denke schon, es funktioniert. Ist es gut, wie bei allen Familien? Wenn es funktioniert, ist alles gut. Wenn es funktioniert, ist alles gut. Wenn es nicht funktioniert, aber bei der Patchwork-Familie hat die Möglichkeit, zum sich wieder neu arrangieren. Also Glück und Unglück. Patchwork, oder? Das wird ja die Familie klein wieder grösser, oder? Genau, ja, natürlich. Duo-Beziehung, oder innere Kern von der richtig. Familie mit Kind, 2, 3. Richtig. Sondern es wird grösser und jetzt kommen wir nicht auf Dings. Wieso Prinzip Patriarchat, wieso nicht Matriarchat? Zum Beispiel wieder bei den Tibeter. Tibeterin heiratet den Mann und der Brüder gehen mit, wenn es ihnen gibt. Das ist dann quasi auch wieder in der Grossfamilie. Ja gut, ich denke natürlich. Also ich glaube, der wesentliche Punkt... Geht weit. Es kann natürlich auch zwei Frauen sein und ein Mann oder zwei Männer und eine Frau. Also eben, um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, der wesentliche Punkt daran ist das, dass eigentlich jeder sollte das Recht haben, sich so zu organisieren, wie er das für richtig findet. Also, solange alle Beteiligten daran einverstanden sind. Wenn die Schweiz Patchwork-Familie so diskutieren, wie sie diskutiert wird, finde ich fantastisch. Der Gedanke, dass die Familie nicht nur einfach eine Frau und Kind ist, sondern mehrere Eigenschaft, oder? Und dabei sehen wir ja wieder mal den Wertewandel in der Gesellschaft. Das ist eins. Aber das Moralische bei der Patchwork-Familie ist eben gerade etwas anderes als juristisch. Das Juristische bestimmt. Ja. Und das Moralische ist relativ, oder? Und das Juristische hinkt immer am Gesellschaftlichen hinein rein, oder? Umso mehr sollte man möglichst wenige Gesetze gewissen. Das hat es noch früher auch schon gegeben, die sogenannte Grossfamilie. Ohne Gesetz. Es waren nicht so enge Bindungen gewesen, aber von oben an Großmutter, die Grossvater, die Geschwister, die hatten, das waren meistens ein Haufen gewesen. Da hat es auch von Onkel und Tante gegeben, etc. Das ist schon so quasi eine Familie. Grossfamilie, ja. Gut. Warum haben wir denn so etwas dagegen, wenn eben jetzt da die Muslime 4 Frauen haben und so, das passt wieder nicht in unsere Wertevorstellung hier, oder? Das ist genau, zum Beispiel, das ist genau so ein Punkt, oder? Ich weiß nicht. Das ist genau so ein Punkt, wenn wir... Wenn er dafür quasi individuelle Moral plädiert, müsste so etwas möglich sein, eben immer unter der Voraussetzung, dass die Beteiligten das aus freien Stücken machen. Ja, und da bezweifle ich, dass da immer alle gefragt werden. Das könnte da unter Umständen zum Teil ein Problem sein, aber auch da, oder? Es ist dann eine Frau auf 4 Männer heiraten dürfen, dann ging es. Genau. Wäre es okay. Ja. Wenn das mit ins Programm kommt, dann ist es gut. Ja, und dann werden es Eltern nicht verstehen. Also ich komme nachher noch zum Punkt. Ich kann nicht vier Männer ernähren. Und da ist ja die Bedingung, dass der Vater... Dann haben wir ein anderes Thema dann eigentlich. Ja, das ist im Tibet ja so. Matriarchat ist immer das Eigentum und der Grund und so, das ist Frauengut. Da hat der Mann nichts damit zu tun. In dem Sinne. Sondern man ist dann quasi die Zugreise in dem Sinn. Also, ich mache mal weiter. Machen wir da mal einen kurzen Punkt. Die Diskussion wird sicher gleich weiter. Aber eben, im Prinzip denke ich, dass eigentlich fast jeder das Gefühl hat, er hätte die beste Moral, weil sonst würde sich eine andere aussuchen. Und es hat auch jeder ist in einer bestimmten Tradition aufgewachsen und hat bestimmte Werte vermittelt bekommen. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Man muss ja nicht alles gut heißen, das ist eben bei dem Punkt.
aber nicht gut heissen und mit Gewalt dagegen vorgehen, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Also es kann mal vieles geben, was wir nicht gut heissen, aber wegen dem müssen wir es nicht mit Gewalt bekämpfen. Und ich will einfach darauf hinweisen, jedes Gesetz ist Gewalt. Weil jedes Gesetz heisst, es wird durchgesetzt auf Bügen und Brechen. Aber es ist von einer Mehrheit beschlossen. Egal, ob es von einer Mehrheit beschlossen worden ist, ja. Ist Gewalt. Und was ist eine Gesellschaft ohne Gesetz? Reine Gewalt. Es heisst ja nicht unbedingt... Gesetze sind notwendig, um Gewalt einzudämmen. Es braucht gemeinsame Regeln, ich verstehe. Abschaffen, soll ich also nur beschieben. Es braucht gemeinsame Regeln. Die Frage ist nur, wie viel und für was? Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Leute miteinander zusammenleben, ja. In der Familie. Das muss nicht immer Gesetz geregelt werden. Das können die Leute selber entscheiden. Oder? Allenfalls ist es noch nützlich, wenn es im Gesetz gewisse Standardregelungen gibt, wie das ist, wenn man wieder auseinandergeht oder so. Da kann man sagen, da sollte man aber auch die Freiheit haben, zu sagen, wir wohnen miteinander nach dem Standard oder aber wir machen einen eigenen Vertrag. Ja, das habe ich eigentlich vorher noch gedacht, wo die Diskussion zuerst mit dem 10 Gebot. Von mir aus gesehen, hat das mit Moral nicht wahnsinnig viel zu tun. Das sind einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich das Volk eigentlich gegeben hat, quasi, oder wo ihnen gebracht worden ist, von Mose oder von wem auch immer, wie man miteinander umgeht. Jeder hat klar gewusst, es müsse einfach sein. Die haben nicht ein ganz kompliziertes Gesetzeswerk gehabt. Da täuschst du dich. Die 5 Bücher, 613 Gesetze oder was, wie das gewesen sind. Also da gibt es Vorschriften bis hin zu, du darfst keine Kräuter essen. Also damals? Ja, ja. Ja, ja. Was sind jetzt Gesetze? Koscher oder nicht koscher? Genau. Ja. Okay. Was sind Gesetze? Gesetze sind in Worte oder in Buchstaben gefasste gesellschaftliche Normen, die irgendwann mal bestimmt hat oder in einem Königen oder in einem Konsens ist erarbeitet worden. Wer dagegen verstoßt, ist böse, gehört ausgeschlossen. Darum kommt der SVP ja die alternative Szene dann weg, und die Hausbesetzen, oder? Mhm. Ja, also, um das noch beantworten, Gesetz und Moral ist zwar nicht das Gleiche, aber es gibt natürlich schon sehr eine enge Verknüpfung drin. In dem, dass das Gesetz etwas verbietet, wird es automatisch illegal und damit natürlich unmoralisch quasi, das dann zu machen. Aber wenn es den Wertvorstellungen nicht mehr entspricht, kann man es ändern. Ja, zum Beispiel. Man kann und man soll und man muss. Ja. Das ist auch Politiker, du kannst ja das auch machen. Es ist zum Beispiel sehr tiefgehende Änderungen. In Spruch, das hat man wahrscheinlich noch gar nicht mehr so voll mitbekommen. Besonders was moralische Grundsätze angeht. Oder? Also was man mit Zusammenleben zu tun hat. Oder? Das Zweite, was mir vorher noch aufgefallen ist, eben, jeder hat meint, dass er die beste Moral hat. Also für sich selber hat man keine Moral. Da ist man einfach egoistisch und schaut, wie man sich am besten kann verwirklichen kann. Moral ist immer bezogen, entweder aufeinander oder auf eine kleine Gruppe oder größere Gruppe. Ja, Jein. Also zum einen gibt es natürlich die klassische Enthaltsamkeitsmorale, wo eben irgendwie Selbstbefriedigung auch ausschliessen. Und das betrifft eigentlich nur dich selber. Aber ja, richtig, es ist falsch, so, über so etwas Moral zu definieren, das sind wir uns einig. Genau. Und das andere ist, dass natürlich ein Mensch sich an und für sich auch dann versucht, richtig zu verhalten, wenn er nicht in einer Gruppe ist und mit anderen umgeht. Also, Moral entsteht aus der Beziehung mit anderen, aber sie ist nachher nicht nur auf das reduziert. Ja. In dieser Hinsicht gibt es ja etwas ganz Interessantes. In den Religionen 1068 Jahre hat die Kirche, die sogenannte Kirche, die damals der Protestantismus noch nicht existiert, hat den Zölibat eingeführt. Warum? Das Geld ist dann in Rom geblieben. Mhm. Nur Unmoralisches hat nicht passieren können, weil der Zölibat einführen
war der Anfang von der Hexenverfolgung. Weil die Weiber nachschauen und denken, sie hat einen wunderschönen Arsch, ist uns Männer nicht weggegangen. Sondern wir haben die Männer von damaliger Zeit haben sehr die Frauen verstoßen, aber dann haben sie unmoralisch mit der Köchin zusammen gehört, was alles zu tun haben mit ihr. Nur gefögelt haben sie sie nicht. Und wenn sie sich gefögelt haben, haben sie es noch abgestritten. Heute noch. Genau. Heute noch haben wir einen Haufen von dem, wir wollen es nicht wissen. Es wird nur immer da von den Missbrüchen. Aber die Missbrüche gegenüber den Frauen, die sogenannte Köchinnen gesehen sind, und jetzt schwätze ich von meiner eigenen Familie, wir haben so eine Köchin gehabt. Die ist etwa 60 Jahre mit dem Schafsäckel, hat sie zusammengelebt, gefühlt hätten sie wahrscheinlich nicht. Und sie hat auch gesagt, oh, der gnädige Herr sei halt, ihr doch alle wieder so gut gesehen. Im Moment, wo er pensioniert worden ist, ist er ins Priesterheim und sie hat ohne Familie hat sie müssen unterhalten. Sonst wäre sie verhungert, hätten sie müssen unterhalten. Also, das ist auch noch unmoralischer kann man es ja gerne nicht machen. Das ist auch ein Punkt, der immer wieder vorkommt. Oder? Moral kann man nicht gegen die Natur der Menschen definieren. Und wenn man es macht, dann geht es in Katastrophen. Das ist noch der andere Punkt. Wer hat das Thema Moral überhaupt aufgebracht? Ist es Gesellschaft gewesen, oder ist es Kirche oben runter gewesen? Was selber die unmoralischste... Moralisch vor der Kirche da gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es die Zeit, Menschen miteinander zusammenleben. Das war moralisch gesehen. Aber nachher... Ja, Moral also, Religion ist natürlich eine Form zum Moral institutionalisieren. Ja. Aber es ist keine sehr geeignete Form, wie wir gelernt haben in der Zwischenzeit. Die sogenannten Kirchenführer in der Zeit sind selber die unmoralischste Form. Also... die Frage ist, wie man mit anderen Werten und Ansichten umgeht. Ob man sie einfach nur nicht gut heißt oder mit Gewalt dagegen vorgeht. Zum Beispiel, ein Abtreibungsgegner tötet einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und zeigt sich vor Gericht uneinsichtig. Der Schutz vom Leben durch Auslöschung vom Leben, das ist eben korrumpierte Moral. Wer Moral durchsetzen will, der läuft immer Gefahr, dass er die Moral von anderen verletzt. Eindringlich gewarnt, sei auch von Menschen, die ihre Probleme von der EU, Anmerkung von mir oder vom Staat, lösen lassen. Menschen, die ihre Angelegenheiten in eine übermächtige Institution legen wollen, die verstehen nicht, dass sie mit dem entmündigt werden oder schon entmündigt worden sind. Es sind Menschen, die in der Demokratie schlafen und dann in der Diktatur verwachen. Wo aber als Sättige nicht einmal im Wachzustand merken, dass sie in der Diktatur sind, weil sie eben schon in der Demokratie gegängelt worden sind. In der westlichen Demokratie sind wir da in einer besonders komischen Lage. Je mehr Recht und Entwicklungsmöglichkeiten, dass am Einzelnen vorgespielt werden, desto mehr wird er von seiner Individualität beraubt. Je höher die Sicherheit, die jeder für sich einfordert, desto höher ist auch der Grad von seiner Entmündigung. Es ist klar, oder? Wenn rundum für mich gesorgt wird, wenn ich das Sozialnetz habe, das Sozialnetz habe, AHV, Pensionskasse, IFA, dann habe ich gar nicht mehr Möglichkeit, zum selber zu regeln. Es wird für mich gemacht. Das heisst, ich werde dann dabei entmündigt. Ein absurdes Beispiel sind zum Beispiel die Rauchverbote in den Zügen, wo eigentlich das Personal vor Passivrauchen schützen sollte. Aber die wollen ja vielleicht selber gerne rauchen, aktiv. Und die müssen jetzt unter Stress darauf verzichten. Und dann sieht man sie bei der Haltestelle nervös zum Zug ausrennen und schnell eine Zigarette anzünden. Eine absolute Moral, die gibt es nur zum Preis von der Individualität. Von der individuellen Kreativität und von der Vielfalt des menschlichen Lebens. Der Bernulf Kanitscheider, von dem haben wir es vor einem Jahr gehabt, zum Thema Hedonismus. Er hat geschrieben in Skepsis, Dogmatismus und Aufklärung, wenn Ethik nicht universell ist, nicht objektiv und schon gar nicht objektiv begründbar, dann verliert der Dissens auch wesentlich an Aggressionspotenzial. Bei moralischer Entrüstung ist man dann nicht mehr gehalten, zur Flinte zu greifen, sondern einen Cognac zu nehmen. Es wäre ja in Ordnung, wenn man über moralisches Verhalten
würde Vereinbarungen treffen, wenn alle Beteiligten damit einverstanden wären. Aber das ist ja in der Regel nicht so. Was moralisch richtig ist und was falsch, das bestimmen meistens nur ganz wenige. Echte Verbrechen, wie Mord, Totschlag, Raub, Einbruch, denen gegenüber stehen beliebige Handlungen, die durch falsche Moral kriminalisiert werden, wie zum Beispiel Drogenkonsum oder Prostitution. Jeder Führer in einer Machtposition kann beliebige Handlungen kriminalisieren. Und in Bezug auf das brauchen wir eindeutig weniger Moral. Noch nie hat es so viele Gesetze und Vorschriften gegeben wie heute. Dabei ist die Moralfähigkeit der Menschen begrenzt. Moralische Gebote sollten nicht der evolutionären Realität widersprechen. So ist ein absolutes Wahrheitsgebot, wie es zum Beispiel die Bibel auch fordert. Wir haben ein schlechte Beispiel aus der Bibel, und zwar gerade aus dem Zehngebot, ist eben genauso falsch wie sinnlos, also sogar schädlich. Weil der Mensch nicht zu jedem Zeitpunkt kann und soll die Wahrheit sagen. Ich meine, man sagt jemandem nicht, du bist eigentlich ein dummer Affe und ich mag dich gar nicht. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Risiko hat auf einen Herzanfall, dann geht man ihn nicht mit etwas schocken, sondern dann tut man ihm halt etwas vielleicht sanfter beibringen. Darum ist absolute Wahrheit ist nicht unbedingt ein sinnvolles Gebet, ein Gebot. Oder auch schädlich ist zum Beispiel Enthaltsamkeit, da haben wir schon davon geredet voran. Oder Pflicht. Pflicht wird spätestens dann absurd, wenn Kriegsverbrecher auch nur ihre Pflicht gemacht haben. Adolf Eichmann. Oder er bringt das Beispiel von einem gewissen österreichischen Ministerpräsidenten. Moral ist reziprok. Das heisst, ich verhalte mich richtig, weil ich einen Vorteil erhoffe. Und besonders, weil ich hoffe, dass sich die anderen mir gegenüber auch richtig verhalten. Darum verhalten sich Menschen unmoralisch, wenn sich das Umfeld unmoralisch verhalten. Oder wenn man sich einfach und unter ganz geringem Risiko kann unmoralisch einen grossen Vorteil verschaffen. Das sieht man ganz besonders in der Politik, Wirtschaft, Sport und Wissenschaft. Gross angelegte ideologische Moralsysteme, Stichwort Religionen, sind gescheitert. Die Lösung besteht in einer praktischen Philosophie von der Ethik, wo empirische Tatsachen über den Mensch und sein Verhalten ernst nimmt und sich als Wissenschaft versteht. Wenn jeder Mensch mit sich selber sich darauf einigen kann, dass sein eigenes Leben den obersten Wert darstellt, dann braucht er keine höhere moralische Instanz. Weil in der Regel wird das auch anderen zugestehen. Nur in einzelnen Epochen von unserer Geschichte, in der Antike, der Renaissance und im Zeitalter von der Aufklärung, ist der Eigenwert vom Individuum wirklich anerkannt worden. Wer glaubt, dass der Einzelne heutzutage sich mehr erlauben darf als früher, der irrt sich. Jedem Moralsystem muss der Egoismus berücksichtigt werden. Aber statt auf Selbstverleugnung soll man auf Selbstbevorzugung bauen. Der moralische Individualist stellt für jede Gesellschaft die bessere Alternative dar als der Moralist. Der Schweizer Ethiker Jean-Claude Wolff schreibt die Egoismus und Moral: Wer sein Leben nicht in Enthaltsamkeit zubringt, sich weder für andere noch anderes opfert und den Schatten der Entfremdung auf seinem Leben und der Arbeit möglichst klein hält, hat im Rückblick auf sein Leben wenig zu bereuen. Und der persönliche Egoist wahrt eine gewisse Distanz zu den Formen politisch organisierter oder konspirativer Formen von Gruppenegoismus. Er mischt eine Prise Exzentrik in seine Moral, die ihn davon abhält, seiner Klasse, Rasse oder seinem Geschlecht mit Haut und Haaren ergeben zu sein. Er hat die Affinität mit einigen Varianten des Liberalismus, nicht mit dem Totalitarismus. Blinder Chorgeist oder Unterwerfung unter ein Amt, ein Gesetz oder eine Institution sind ihm ein Gräuel. Daher seine Nähe zum antiautoritären Anarchismus. Er oder sie glaubt nicht an die tiefere Verbindlichkeit abstrakter Begriffe oder Ideale wie die siegreiche Klasse des Proletariats, die Reinheit der Rasse oder die Staatsräson. Der moralische Individualist, der toleriert andere Ansichten, solange nicht individuelle Lebenswerte, und das ist genau der Punkt, verletzt werden.
er toleriert andere Lebensauffassungen, andere Kulturen, auch absurde Glaubenssysteme, solange kein Mensch quält oder ermordet wird. Was macht er, wenn ermordet wird? Was macht er denn, wenn gemordet wird? Der Moralist. Mit dem Moralist? Der moralische Individualist. Was macht er denn? Dann wird er das nicht tolerieren. Was macht man? Was heißt das? Das ist eine grosse Frage. Inwiefern, also ich denke, das muss jeder individuell selber entscheiden, wie weit dass er dagegen wird vorgehen. Aber also ich habe ihre Militär gemacht, oder? Ja. Und wir haben uns beigebracht, wir sind Soldaten und wenn es der Befehl kommt, haben wir geschossen und haben uns verschossen. Und das ist nicht widersprochen worden, im Gegenteil. Der Kasach hat der Bosach gehabt, der Bundesstand ist der katholische Geister, der ihm da mit einem Haufen, wenn es Gott auch für Argument erklärt hat, warum er so Soldaten sind und super wie und er. Und ich habe ihn immer noch reingeschüttet und gedacht, jetzt will alle fassen zusammen, oder? Ja. Aber es ist ja so. Seine Frage, was macht der Mensch, wenn dann doch gemordet wird? Da haben wir es gesehen, da in Paris, wir haben es gesehen, jetzt da wieder in Berlin und in Nizza und so. All die Sachen. Was soll man denn machen, wenn wir nicht geworden sind? Also, das ist jetzt nicht aus dem Buch, das ist jetzt meine Meinung dazu, aber es ist absolut legitim, dass du dich und dein Leben und das Leben von deiner Familie, auch das Leben von anderen, verteidigst. Und halt unter Umständen auch in Kauf nimmst, dass jemand anderes, dass das jemand, der aggressiv wird gegen dich oder andere, dass der halt dann dabei ums Leben kommt. Das muss man nicht ausschliessen. Also Wehrhaftigkeit ist okay. Also der Theologe Dietrich Bonhoeffer, das ist der das Lied geschrieben hat von guten Mächten, der war damit als Theologe in einem riesen Konflikt, weil es gibt das Liebesgebot, ne? Und dann hat er die Tyrannei erlebt und hat sich dann mit ein paar Priestern heimlich getroffen, wo dann doch über den Tyrannenmord an Hitler, wo das die Option war. Weil das, also auch da ist eine Werteverschiebung durch eine große Not entstanden. Ich glaube, das muss keine Werteverschiebung sein. Eben, das ist ja nicht legitim. Ja, aber es ist ein neuer Gedanke. Der Mord. Genau. Die Gesamtheit. Ja. Wenn du dich als Individuum nicht kannst wehren, also, dann wirst du ausgenutzt. Also du musst selber irgendwie Massnahmen treffen, damit du auch gegen Kriminalität, und ich weiss nicht was, kannst schützen. Und darum ist auch Notwehr natürlich ein Bestandteil, wo oder etwas, das berechtigt. Und es ist natürlich auch, das gilt natürlich auch für grössere Einheiten. Genau. Die eben für Verantwortung. Und darum habe ich persönlich kein Problem gehabt. Ich habe auch kein Problem gehabt, aber ich habe darüber nachgestudiert und habe halt den Kopf auf der einen Seite wird am nächsten Liebe prophezeit und auf der anderen Seite üben mehr andere Leute umbringen. Ja. Und übrigens, durch das, dass ich dann Jäger geworden bin und so, das ist wieder ein anderes Thema. aber die Frage, darf man töten, ja oder nein, ist ja immer darf man für also die Jagd ist in erster Linie Versorgung mit Fleisch, oder? Und der Jäger ist nichts anderes als ein Metzger des Waldes, oder? Da ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Metzger und einem Jäger. Aber ich verstehe die Pfaffen, weil in dem, dass sie die Staatssaison umgestützt haben, die weltliche Regierung haben sie sich selber genutzt, selber umgestützt, oder? In dem Sinn. Ja gut, also eben, ich bin jetzt kein Pfarrer, aber ich habe das an sich natürlich für mich das kein Problem gesehen, auf der einen Seite Nächstenliebe pflegen. Ich mache auch vieles freiwillig und dann haben wir die Wehrhaftigkeit eigentlich übrig. Also ich kann sie also nie müssen einsetzen, also da bin ich auch so froh. Oder? Ja gut, wie ihr ja wahrscheinlich wisst. Werden wir vor dem Ersten Zweiten Weltkrieg geboren und haben als Kind erlebt, oder? Mhm. Also wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich grosser Anhänger vom Libertarismus. Mhm. Und da gibt es eigentlich nur ein ethisches Gebot, das ist nämlich das sogenannte Nicht-Aggressionsprinzip. Das heisst,
es ist alles okay, solange nicht einer eine Aggression gegen einen anderen macht. Aber eine Aggression darf man natürlich dann quasi mit einer Gegenaggression abwehren. Und man darf sich auch für das zusammenschliessen, oder? Zum gemeinsam eine Aggression abwehren. Also das ist völlig in Ordnung und es ist eigentlich auch nicht, es ist eben dann auch nicht eine andere Moral. Und es ist eigentlich genau, es ist innerhalb vom System, nicht eine korrupte Moral, sondern es ist innerhalb vom System von der Moral. Und das ist das gewesen, was ich seinerzeit, ich habe mich da vielleicht auch als Kriegsdienstverweigerer, wo ich seinerzeit eben mich gestört habe beim Militär. Nämlich das. Okay, wenn man jetzt sagt, ich verteidige die Schweiz, kann an und für sich völlig in Ordnung sein. Wenn irgendwie Nazis aus Deutschland hineinkommen, finde ich das völlig okay. Aber die Frage ist dann immer, was ist denn der Hintergrund? Also in dem Fall, wenn ich ins Militär gehe, heisst das, ich gehe eben genau dorthin, dann wird mir befohlen, wer mein Feind ist und gegen wer, dass ich geschossen habe. Und der aber auf mich schiesst, er macht das aus dem genau gleichen Grund. Er ist zwangseingezogen worden. Er schiesst auf mich, weil es ihm befohlen worden ist. Was für ein Recht habe ich denn da noch zum Schiessen? Sogar wenn er vielleicht im Unrecht ist. Aber er handelt aus der gleichen Motivation wie ich. Und darum habe ich es nicht können mit dem Militär. Da haben Sie dann etwas vor. Ja. Behalten Sie denn davon, wenn Sie einen so verrückt machen, dass Sie sagen, der Satan könnte ihn umbringen. Also, Sie müssen das richtig verstehen. Die Situation, irgendeiner hat sie geschossen oder hat eine Freundin etc. alles was vorkommen kann und dann sagt man und erkennt man doch den Ausdruck, der Satan könnte ja umbringen, den Schöpfel, oder? Dann wird man so richtige Wut in sich. In dem Moment ist es keine Notwehrhandlung mehr, oder? Eine Notwehr ist ja quasi, wenn ich einen Angriff abwehre. Aber in dem Moment wird es zu einer Racheaktion. Würde ich jetzt nicht gut heißen und ich habe eigentlich auch eher ein Problem mit unserem Strafrecht, weil wir nachher sehr auf meiner Meinung nach, wenn schon, müssen wir auf Wiedergutmachung aussehen. Oder? Das heisst, wenn einer mir einen Schaden zufügt, dann soll er gefälligst für das gerade stehen und dann ist wieder gut. Hast du mit den Leuten im Gefängnis gesessen? Wenn sie ihre Schuld abgesessen haben, sind sie total. Dann sind sie geläutert. Hey, ich bin kein Freund vom Gefängnis. Ich bin der Meinung, wenn einer einem anderen ein Unrecht tut, dann soll er alles in seiner Macht stehen, um das Unrecht wieder in Ordnung zu bügen. Was bei einem Mord sehr schwierig ist, natürlich. Klar, das kannst du nicht universell, aber so als Richtschnur sehe ich immer das. Also, die Begründung für die persönliche Verleugnung. Ins Militär zu gehen, die verstand ich sehr gut. Auf der anderen Seite weiss ich, also wenn so zwei Mächte jetzt gegenüberstehen, also nach altem Modell, oder? Und die eine, und unser Land wird quasi überrennt, unsere Familie wird ausgelöscht und wir verlieren alles, dann ist das eigentlich auch gegen die Familie. Und darum natürlich. Natürlich fände ich das immer noch moralisch, wenn ich eben meinen Dienst als Soldat würde machen. Aber ich wäre wahrscheinlich eher der Partisanenkämpfer als der Soldat. Also es ist direkt schon lange. Jawohl, ich möchte einen Syrer zitieren, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, da in der Schweiz, wo da geflüchtet ist. Und er hat gesagt, du hast einfach die Wahl gehabt. Da war die Gruppe und hat gesagt, du müsstest bei denen mitkämpfen. Und da ist die andere und hat gesagt, du musst bei denen mitkämpfen. Wir haben keine andere Wahl gehabt, als zu gehen. Entweder machen wir mit bei irgendwem oder wir müssen gehen. Und sie sind gegangen. Mhm. Das ist deine. Deine Dings, wo du hast, wenn du keinen Wehrdienst willst machen, oder? Ja. Von Anfang an. Aber wir haben ja wirklich keine Wahl. Ja. Also entweder oder sie gehen. Gut, ich meine, bei uns hast du grundsätzlich keine Wahl. Du wirst eingezogen. Natürlich, ja. Und nicht du entscheidest dann, ob das richtig ist und ob das deine Sache ist, sondern es wird entschieden. Aber wir können auch mehr wert sein, wo freiwillig. Also wenn man es bezahlt dafür, ist etwas anderes. Aber wenn es eine reine freiwillige Angelegenheit wäre, für einen Wert hätte so eine, wenn meldet man sich, sondern dass da geschossen wird. Das ist genau der Punkt. Das wäre ja super, oder?
das Interesse, sich verschiessen zu lassen, ist sehr, sehr gering bei den meisten Leuten. Das heisst, mit Individualisten, die Krieg führen, ist praktisch unmöglich. Die kommen schon und die schliessen sich schon zusammen. Aber dann muss wirklich ein Film von aussen kommen. Aber einfach nur so zum Spass mal irgendwie Polen überrennen oder so, das schaffst du nicht mit Individualisten. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ja. Du bist ja ein Befürworter auch von Anarchie und sagst, mit Egoismus will sich alles regulieren. Was sagst du zu der Chancengleichheit? Ich meine, du bist in einem Land, in einem sicher wohlhabenden Land, von einer wohlhabenden Familie, hast gute Ausbildung. Es gibt dann auch eine Wanderung, auch in dem Land. Also dazu gibt es zwei Sachen. Erstens einmal, ich glaube, also man sieht ja, wie Anarchismus nicht funktioniert, zum Beispiel in Somalia. Beispiel, das wir vorher hatten. Hast du schon gesehen, das heisst, dass weniger oder gar keine Regierung funktioniert, muss eine Gesellschaft eine gewisse Reife haben. Das geht nicht einfach so. Das braucht viel. Ich glaube, es ist ein Modell für eine Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich die Zukunft erlebe. Dann zu einer anderen Frage. Agnes ist jetzt alles freiwillig. Wir leben im Voluntarismus, wo jeder das macht, was er für richtig findet. Dann würde ich es immer noch für richtig finden, dass es zum Beispiel kostenlose Schulen für alle gibt, um eben genau die Chancengleichheit oder zum den Chancenausgleich zu machen. Die meisten keine Lust haben, um das zu haben. Gleiche Chancen hast du ja nie. Du kannst es allenfalls ein bisschen verbessern. Aber ich bin überzeugt, dass ganz viele dieser Meinung sind. Also, der Punkt ist doch der, in einer Demokratie, damit den Leuten geholfen wird, die es nötig haben, musst du eine Mehrheit haben. Wenn du eine Mehrheit da heranbringst, wieso sollst du die Mehrheit nicht auch auf freiwilliger Basis herbringen? Du musst mal schauen, wie viel das gespendet wird. Das ist alles freiwillig. Und das ist alles, was die Leute über die Steuern ausnahmen machen. Also ich glaube, es kann funktionieren, aber der Beweis steht noch aus. Das System, oder, wo schlechte Sozialwesen haben, aber alles läuft über Spenden und Mäzenat und so. Und dann kommt wieder das mit Glaubensgemeinschaften. Ja, vielleicht gibt es noch so ein Zwischending. Es gibt ja inzwischen, also es gibt einen Mann, der ist inzwischen tot, der heißt Wilhelm Haller. Und es gibt ein paar andere auch, wo kleine funktionierende Einheiten, Menschengemeinschaften von unten. Und es gibt ja zum Beispiel viele Alternativgemeinschaften, die irgendeinen Kern haben, gemeinsames Thema. Die haben großen, also ich war in zwei drin, es gibt einige, die haben die Erfahrung gemacht, dass alle Prozesse für so eine kleine Gruppe länger dauern. Das ist mal ein grundsätzliches Thema. Wenn du so Einheiten hast, die sehr autark agieren, alles wird länger dauern, die meisten, bis man ein Ergebnis hat. Du brauchst eben eine recht hohe Reife. Die Gemeinschaften, die im kleinen Altar funktionieren, die haben Fortbildung, die kennen sich aus mit Gruppendynamik, die wissen Ich-Botschaften, gewaltfreie Kommunikation. Also du brauchst ein Level an Fähigkeiten, die du mitbringst, damit das funktioniert. Das kann man natürlich unterrichten. Aber wie gesagt, der Punkt ist, kleine autarke Gemeinschaften brauchen eine hohe Reife gerade und da musst du erst durchgehen. Und das ist etwas, das könnte man machen. Ja, das versucht man eigentlich. Genau. Also indem du eben Wissen vermittelst, Fähigkeiten vermittelst, wie du kommunizierst, was für Möglichkeiten du hast. Wilhelm Haller ist ein ganz guter, aber wie gesagt, das geht nicht einfach so, sondern da brauchst du engagierte Leute. Ne? Und es hat auch in solchen Gemeinschaften Konsequenzen. So eine Gemeinschaft testet auch Leute. Also du machst ein Jahr mit und wenn du merkst, es funktioniert, ne, dann musst du dir eine andere Gemeinschaft suchen. Also das sind die Leute, die da mitmachen, die sind ziemlich aktiv, probieren aus, wissen oft eine Zeit lang selber noch nicht, was sie brauchen. Da ist sehr viel Eigenengagement dabei. Ne? Und ist Frage so eben... Das gehört dann mit dazu, Selbstverantwortung, sehr hohe. Das tönt jetzt für mich nach Anarchosekte. Nein. Also, nein, es ist viel zu verhandeln. Ich glaube, in Schweiz. Von Verein zu Verein gehen, oder? Da kannst du wieder auswählen, da kannst du den Nächsten, wenn es dir nicht gefällt, in dieser Gruppe. Dann auch nicht. Ja, genau. Die
große Diskussion, wenn du ein Grundlevel hast, wo du in andere gehst. Tust du meistens auch die Religion wechseln? Ja, das ist ja auch sehr nice. Und du bist komisch ab. Ich habe nie einen, so eine sechswöchige USA-Reise gemacht. Also ich sehe du es absolut nicht als Vorbild. Ja, ob es ein Vorbild ist oder nicht, ist eine Frage. Tatsache ist, dass in den USA nach wie vor sehr viel diskutiert wird und sehr wenig kommandiert. Jetzt, was jetzt mit dem neuen Präsidenten ist, der probiert es jetzt mit Kommando, oder? Und was dann rauskommt, wissen wir ja alle nicht, oder? Ja. Ich sehe da sehr viele interessante Diskussionen rundherum. Ich komme eigentlich schon bald zu meinem Abschluss. Was man hat, ist eine Liste. Die folgenden moralischen Forderungen sind obsolet. Eine Pflichtmoral, die vorschreibt, dass man nur wegen der Pflicht handeln soll. Übrigens, interessanterweise geht er im Buch ganz kurz nur auf den Kant ein, weil eigentlich der Moralphilosoph ist. So kurz, dass ich nicht einmal speziell aufgenommen habe. Weil der viel von Pflicht spricht. Er redet viel von Pflicht, genau. Aber es kommt mir zu wenig raus, was seine Haltung so Kant ist. Darum habe ich jetzt das da nicht aufgenommen. Aber er wendet sich gegen Pflichtmoral und vorschreibt nur wegen der Pflicht zu handeln. Dann Zollens- und Gebotsmoral, wo der Einzelne mit Gebot überhäuft, ohne auf seine eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Eine Verbotsmoral, wo der Einzelne in seinem Leben einschränkt und auch wieder keine Rücksicht nimmt auf die eigenen Bedürfnisse. Und zu verabschieden ist vor allem aber auch der Glaube an absolute und ewige Werte. Dann jeder politische Diktator, jedes Terrorregime beruht letztlich auf Moralprinzipien. Jeder Diktator, jeder Terrorist handelt, auch wenn er es nicht sagt, im Namen von Wert. Hinterfragen wir Wert, dann werden wir merken, dass jeder von uns nur ein paar wenige braucht, um mindestens halbwegs zufriedenes Leben zu führen. Allerdings schöpft er die aus seinem eigenen Leben und aus seinem oft reichen Fundus von sozialen Beziehungen und individuellen sowie sozialen Freuden. So, dass er weitere Werte, die ihm von oben diktiert werden, nicht braucht. Das wäre jetzt der Abschluss vom offiziellen Teil. Ja, die zwei